Der NSA-Untersuchungsausschuss will den Ex-Mitarbeiter des US-Geheimdienstes Edward Snowden zur Aufklärung des Skandals um das massenhafte Abhören von Bundesbürgern befragen. Das teilte SPD-Obmann Christian Fliesek am Donnerstag in Berlin mit. Wir haben heute im Untersuchungsausschuss NSA einen ganz wesentlichen Schritt gemacht. Wir haben heute mit Stimmen aller Ausschussmitglieder beschlossen, dass Edward Snowden als Zeuge vernommen wird. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Signal. Ich selber sage auch als Obmann der SPD, ich bin froh, dass wir hier auch einen Konsens erzielen konnten auf Seiten der Regierungsparteien. Ganz so harmonisch war die Abstimmung dann wohl doch nicht verlaufen. Roderich Käsewetter, Unionsobmann. Ich verstehe nicht, warum die Opposition Snowden unbedingt nach Deutschland holen möchte, wo doch bekannt ist, dass er festgenommen werden müsste. Es ist in unserem Interesse, dass wir ihn oft hören können, dass wir ihn befragen können und dass wir ihn nicht unter den Druck eines Auslieferungsabkommens setzen wollen. Für die oppositionellen Grünen war eine Befragung Snowdens in Russland ausgeschlossen, erklärte Ausschussobmann Konstantin von Notz. Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages in Zeiten wie diesen nach Moskau fährt, um dann da bei Putin Hof zu halten mit Begrüßungskomitee und sozusagen, ach bitte vernehmen Sie Herrn Snowden doch in diesem Raum hier. Ich halte das für eine bizarre Vorstellung. Weitere Details und Termine für eine Befragung Snowdens müssen nun geklärt werden. Die Bundesregierung fürchtet eine schwere Eintrübung der deutsch-amerikanischen Beziehungen, sollte Snowden freies Geleit zugesichert werden.